Hallo und herzlich willkommen im Keller. Regnet, also mal immer was indoor. Und ich hatte ja schon angekündigt, kann sein, dass auch irgendwann mal im solidarischen Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm mal was dabei ist, was halt indoor stattfindet und vielleicht jetzt nicht so prickelnd ist. Und wenn morgens Wetter nicht besser ist, dann gibt es nochmal was indoor. Ich habe jetzt das, was ihr jetzt bisher die letzten Tage gesehen habt, habe ich mehr oder weniger alles am selben Tag gedreht. Außer den Waldspaziergang, der war einen Tag vorher, aber der Rest war alles am selben Tag. Und das werde ich häufiger machen. Ne? Aber gerade so was, was ein bisschen ein aktuellen Bezug hat, wie das jetzige, das darf dann auch mal am gleichen Tag, ja nicht ganz, also wenn ich das jetzt hochlade, dann habe ich es gestern gedreht, aus Sicht des Zukunfts-Ben, der das dann morgen hochlädt. Man versteht? Ich weiß es nicht. Und ich habe extra den schwarzen Hut aufgesetzt, um vielleicht nochmal kurz zu erklären, was es mit dem schwarzen Hut auf sich hat. Den habe ich einfach gefärbt. Ich hatte ja bald ein großes Hutvideo gemacht, wo es dann irgendwie darum ging, dass ich mir tatsächlich einen neuen Hut zugelegt habe. Und weil mein Alter ja so fiese Schweißflecken hatte. Und den habe ich jetzt deswegen gefärbt, also den alten. Moment, kann man das so? So müsste das gehen. Dann hört man mich zwar immer noch nicht, aber jedenfalls bin ich der Meinung, dass in dem gefärbten Zustand jetzt die fiesen Verfärbungen nicht mehr so deutlich sind. Und also in dem Schwarz fällt das nicht so auf. Und da finde ich es doch jetzt erheblich angenehmer. Allerdings habe ich noch gar nicht viel aufgehabt, seit ich ihn umgefärbt habe. Und ich habe da jetzt keinen Farbfixierer reingekippt. Das hätte ich vielleicht noch tun sollen. So besteht die Möglichkeit, dass er ein bisschen ausfärbt, wenn ich ihn das nächste Mal wasche. Da ich ihn aber seit dem Färben, also vor dem Färben gewaschen habe und dann gefärbt, lange nicht mehr so viel nicht auf hatte, habe ich ihn jetzt noch nicht gewaschen. Und bisher hätte ich noch gut aus. Ja. Ansonsten hätte ich auch nochmal einen Bottich von der schwarzen Farbe. Das ist Midnight Black oder irgendwie sowas. Und gehe davon aus, dass ich den dann halt zur Not einfach nochmal färbe. Und vielleicht gehen dann diese diese Schweißflecken oder was immer das verursacht hat, dass der halt jetzt so ein bisschen fleckig ist, dann noch besser raus. Ne? Aber ja. Das zu den Hut-News. Also das ist der alte Hut, ja, der gleiche Hut, wie ich seit in den allerersten Videos aufhabe, nur eben jetzt so ein bisschen modifiziert. Und dadurch, dass er jetzt schwarz ist und damit auch die Nähte ein bisschen farblich, also das sieht man im Sonnenlicht nochmal deutlich mehr als jetzt beim Kellerlicht, dann heben sich jetzt die Nähte, hier kann man schön sehen, farblich nochmal deutlich anders da ab vom Hut. Und da ist er verrumpelt, das geht nicht, das darf nicht sein. Egal. und deswegen finde ich, ist der eigentlich in Schwarz auch schick, wenn man kein Paracord dran hat. Beim olivenen Hut finde ich das Paracord ja schon eine rein optisch ganz coole Ergänzung. Und davon abgesehen, dass es natürlich hochgradig Survival notwendig ist, das da dran zu haben. Aber ich glaube, den lasse ich so, dass ich mir da gar kein Hutband dran mache. Oder irgendwann mal ein geflochtenes Lederhutband. Uns ist leider das Leder ausgegangen, aber irgendwann macht mir Evelyn dann mal so ein schönes Lederhutband. Und da freue ich mich schon drauf, ja. So, also das sind die Neuigkeiten zum Hut. Die sind weder wichtig noch irgendwie bedeutsam, aber da ja doch so viele Nachfragen kamen und irgendwas muss ich ja erzählen. Und bevor mir die guten Sachen halt noch früher ausgehen als gedacht. Also im Grunde kann ich beliebig viel im Wald rumschleichen und dann halt, keine Ahnung, 20 Minuten lang das kommentieren, was ich da so finde. Das geht noch relativ lange. Das will ich aber auch nicht jeden Tag machen, das ist für mich dann auch irgendwann doof. Und daher, wie gesagt, machen wir zwischendrin halt auch mal irgendwelchen Unsinn wie Hutfärben. Vielleicht mal auch nochmal Waschanleitungen für Tiddy-Hats oder ein paar Bücher besprechen. Das wollte ich eigentlich auch nochmal gerne machen. Dann einfach noch ein paar Buchempfehlungen aus meiner nicht ganz umfangreichen Bibliothek. Das war neulich lustig, auch das muss ich noch kurz erzählen. Auf dem Zimmertisch lag ein Buch, ja, es war neu und ich war total, hat es mir neu gekauft und war total begeistert von meinem neuen Buch und deshalb liegt es dann meistens immer prominent irgendwo rum, wo es jeder sieht, der irgendwie auch nur ansatzweise vorbeiläuft.
Dann habe ich abends irgendwie gemeint, ich gehe noch eine Runde in meinem neuen Buch lesen. Hä, welches neue Buch? Ja, das, was da unten liegt. Hä, das ist neu? Ja, wie, kennst du nicht, dass das ein neues Buch ist? Also, das ist zu Evelyn. Und sie hat dann doch festgestellt, dass sie in Anbetracht der Auswahl an Büchern sich nicht sicher ist, ob ein Buch, das jetzt irgendwo rumliegt, plötzlich neu ist oder eben nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, kann ich das doch ein kleines bisschen verstehen. Und übrigens, was auch nochmal häufiger nachgefragt wird, ob das mein Bücherregal ist. Ja, das ist schon eins meiner Bücherregale, aber ich habe wirklich eine sehr umfangreiche Bibliothek geerbt und mir selber im Laufe meines Lebens auch noch einiges an Lektüre entsprechend zugelegt. Also ich besitze wirklich, wirklich, wirklich viele Bücher. Ja, also da hat sich schon ein bisschen was angesammelt. So, also das hier ist vielleicht, also mit dem Teil, den ihr nicht sehen könnt, weil er hinter der Kamera ist, ist das vielleicht ein Viertel, ein Drittel, so irgendwas dazwischen von dem, was ich so, eher ein Viertel von dem, was ich so habe. Nicht, dass ich angeben möchte, aber das wurde halt gefragt und ich kann ja auch nichts dafür, das ist geerbt, das ist nicht eigener Verdienst, also bis auf meine selbst erworbenen natürlich, aber die sind nur vom Gesamtbestand vielleicht 20% oder sowas. Jo, jetzt Corona, ne? Corona aktuell, dazu muss man sagen, müssen wir jetzt denn Panik haben? Nee, immer noch nicht und allein schon deswegen nicht und das wird sich auch nie ändern, weil Panik hilft ja nicht. Wozu soll das gut sein? Also wenn wir nochmal uns überlegen, was ist Angst? Angst ist im Regelfall ein Zustand, der uns biologisch gesehen in den Zustand versetzen soll, dass wir nicht mehr viel nachdenken. Das ist gerade für mich besonders wichtig, der ich ja gerne mal häufiger irgendwo rumstehe und denke. Und andere Leute schaffen schon, während ich noch denke. Und ist vielleicht nicht immer zielführend, aber ich habe ja erfreulicherweise einen Job, wo ich das tatsächlich umfangreich betreiben kann. Ich habe neulich Arbeitsteilung mit Frau vereinbart. Frau ist jetzt zuständig fürs Vordenken, Mitdenken, Überdenken und ich denke nach. Also wenn wir irgendwas vergessen haben, dann ist Frau schuld, weil das wäre ja Mitdenken gewesen oder Vordenken oder was auch immer. Aber hinterher herausfinden, was man vergessen hat und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen, das ist mein Job beim Nachdenken. Und ansonsten halt auch bei sämtlichen anderen Kram, wo ich dann mal zwischendrin nicht ansprechbar bin, weil ich denke. Mhm. Mein Umfeld lernt auch langsam, wenn ich irgendwo hocke und scheinbar nichts tue, bin ich meistens am Arbeiten, weil ich am Denken bin. Ja gut, ich bin wohl wirklich ein nicht besonders pflegeleichter Zeitgenosse, so im allgemeinen Alltagsumgang. Aber jetzt wollte ich wirklich noch ein bisschen was zu Corona erzählen. Und zwar, jetzt gibt es ja diese Ausgangssperren. Sind die übertrieben? Nein, sind die nicht, meiner Meinung nach. Weil wir haben jetzt lange genug entsprechende Maßnahmen ergriffen, dass wir hier verschärft haben, da verschärft haben, dort verschärft haben. Also was heißt wir, also eben unsere entsprechenden Obrigkeiten, was aber wirklich komplett richtig ist. Und die Leute sollten es doch auch wirklich mitbekommen haben, dass man es nicht mitbekommt, ist völlig unmöglich bei der Omnipräsenz in den Medien. Und trotzdem, also bei mir in der Region habe ich es auch oft genug noch gesehen und auch wirklich im Wald teilweise gab es Grüppchen, die sich an schönen Plätzen im Wald versammelt haben, Waldparty, man ist Waldarbeit machen gegangen, das kann man ja irgendwo ein bisschen verstehen, man hat ja sonst nichts zu tun und gerade wenn man dann Waldbesitzer ist oder sonst irgendwie einen Holzmachschein hat oder sonst was, dann ist es natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, das zu machen. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung und wenn man das zu zweit macht, insbesondere Vater und Sohn zum Beispiel, die sowieso zusammen wohnen und wo es dann sowieso wurscht ist, ob die jetzt noch mehr Zeit miteinander verbringen oder ob sie die Zeit daheim aufeinander hocken oder eben im Wald dann ein bisschen am Holz machen sind, das ist vollkommen egal. Im Gegenteil, im Wald haben sie dann eher noch ein geringeres Infektionsrisiko, weil es einfach im Freien ist. Ne? Aber
ja, grundsätzlich gab es wirklich noch ganz viele Leute, die halt das so gesehen nicht eingesehen haben oder die es falsch eingeschätzt haben, ich weiß es nicht. Und einfach noch zu viel in Grüppchen auch draußen dann halt rumgestanden und rumgesessen sind und sonst wie. Und man hat halt doch noch Freunde getroffen und doch noch Bekannte getroffen. Ich persönlich hätte auch Bock, mal wieder bei meinen jeweiligen sozialen Interaktionspartnern und Partnerinnen, Freunde, vorbeizuschauen. Aber besser nicht. Besser nicht. Ich hätte wirklich Bock, aber ne, das will ich nicht riskieren, weil man weiß ja nicht für sich selber, ob man infiziert ist. Man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Und ich bin ja kein Fan davon, aus kleinen Risiken jetzt einen Elefanten zu machen. Aber ich möchte einfach nicht, gerade bei Leuten, die mir wichtig sind, da möchte ich auch nicht ein kleines Risiko eingehen, dass ich die besuche, weil ich sie gern habe und dann entsprechend stecken die sich bei mir möglicherweise an, weil ich auf dem Weg zu ihnen, keine Ahnung, an der falschen Person auf der Straße vorbeigelaufen bin oder mit dem Fahrrad vorbeigefahren oder sonst was. Die Chance, dass man sich bei so einem Flüchtigen, dazu komme ich gleich noch, Kontakt in irgendeiner Form infiziert, ist quasi nahezu nicht existent. Aber ja, es ist eine Sache, da bin ich auch, das ist völlig irrational, ja, das hat nichts mit Logik zu tun, aber für mich ist es eine Sache, wenn ich weiß, meine wichtigen Leute sind dem üblichen Lebensrisiko ausgesetzt und wenn sie vom Auto überfahren werden, weil sie über die Straße gehen auf gut Deutsch, dann bin ich natürlich entsetzt, aber dann kann ich wenigstens nichts dafür, in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt hingehe und danach kriegen sie Corona und dann stelle ich fest, huch, hoppala, ich habe ja auch Corona, was nicht der Fall ist, ja, also soweit ich weiß, aber man steckt nicht dahinter und dann möchte ich auf keinen Fall in der miesen Lage sein, schuld zu sein, dass ich die eventuell da angesteckt habe. Ich versuche mich übrigens ähnlich zu verhalten, wenn ich auch nur einfach erkältet bin. Weil wenn ich ein bisschen erkältet bin, dann kann das sein, dass die Virenmenge, die ich dazu intus habe, weil ich ja tendenziell recht resistent bin gegen Erkältungskrankheiten, bei anderen Leuten schon wieder ausreicht, um die halt eine Woche ins Bett zu schicken und so Späße. Und deshalb versuche ich mich auch da, genauso wie ich jetzt bei Corona eben entsprechend mache, zurückzuhalten. Nur, ja gut, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen Schnupfen habe oder sowas, dann gehe ich aber trotzdem eventuell ins Kino oder solche Sachen. Ja, ich versuche da auch natürlich niemanden anzuniesen, aber ich isoliere mich jetzt persönlich höchstens eben von den Leuten, bei denen ich absolut sicher sein will, dass ich sie nicht anstecke. Also so sozial bin ich da jetzt auch nicht, dass ich dann grundsätzlich sage, oh, jetzt gehe ich nur noch in den Wald und sonst nirgendwo mehr hin. Ja, und vielleicht sollte man das einfach noch ein bisschen mehr im Hinterkopf behalten, dass man halt jedes Mal, wenn man irgendwen besuchen geht oder sich mit jemand unterhält, wenn das dann also in kleinerem Abstand als eben diese berühmten 1,5 Meter passiert und über eine sehr, sehr lange Zeit und in geschlossenen Räumen, dann hat man schon, man weiß es nicht, ob man dann gegenüber nicht eben entsprechend ansteckt. Und ich für mich habe da eben diese nicht besonders rationale, aber doch diese vorhandene Paranoia, dass ich auf keinen Fall jemanden anstecken möchte, der mir halt wichtig ist. Ja, so. Und ich selbst möchte im Übrigen auch nicht unbedingt angesteckt werden. Nach den Zahlen der Virologen ist ja die Chance, dass wir uns irgendwann mal im Laufe eben dieser Pandemie anstecken werden, relativ hoch. Und das haben übrigens ein paar Leute nicht kapiert. Diese 70%, dass sich irgendwann mal 70% angesteckt haben werden, das ist jetzt nicht heute, das ist auch nicht morgen und auch nicht nächste Woche. Das ist über die gesamte Laufdauer dieser Pandemie. Und Pandemien verlaufen in Schüben. Und das bedeutet, es kann zwischendrin durchaus mal erheblich besser werden, aber die ist nicht ganz weg und dann kommt das Ganze wieder und dann werden wieder ein paar Leute infiziert. Und das Ziel der ganzen Quarantänemaßnahmen, die jetzt eben entsprechend betroffen werden und der Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperre ist es übrigens nicht, juristisch gesehen, eine Ausgangssperre würde bedeuten, keiner darf mehr raus. Punkt. Ja? Und es sind Ausgangsbeschränkungen, weil man ja schon noch unter gewissen Bedingungen raus darf. Ja, und das Ziel davon ist halt eben, dass
die Geschwindigkeit, in der alle durchinfiziert werden, möglichst gering bleibt, weil, für diejenigen, die das auch noch nicht kapiert haben, da gibt es auch hin und wieder mal den einen oder anderen Kommentar, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob das verstanden worden ist, weil wir nur eine begrenzte Kapazität eben an medizinischem System haben, sag ich mal. Also Betten mit Beatmungsgeräten auf gut Deutsch. Und da man als schwerer Corona-Patient eben beatmet werden muss, können wir nur x schwer erkrankte Corona-Patienten pro Tag versorgen. Und wenn das mehr werden, dann muss man halt würfeln, wer ein Bett mit Beatmungsmöglichkeit bekommt und wer nicht. Und wer keins kriegt, der hat dann auch ein erheblich höheres, ja, letztendlich Sterberisiko als das, was momentan prognostiziert wird. Ja? Die Zahlen, die ich bisher auch genannt habe, die gehen immer davon aus, bei Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung auf übrigens auch deutschem Standard. Also die Zahlen, die wir für Deutschland prognostizieren können, setzen eben auch eine sehr gute medizinische Versorgung voraus und eine, die sich jeder leisten kann, weil wir ja alle krankenversichert sind, anders als zum Beispiel bei Amiland. Und wenn es zu viele Infizierte auf einmal gibt, dann stimmen diese Zahlen tatsächlich nicht mehr. Nicht unbedingt, weil die Krankheit dann schlimmer geworden ist, sondern einfach, weil die Versorgung nicht mehr möglich ist. Und dann haben wir die Kacke tatsächlich massiv am Dampfen. So, und jetzt, auch ist das übrigens auch was man juristisch herleiten kann, hat so ein Staat eine Fürsorgepflicht. Das steht auch so im Grundgesetz, dass man sich um die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger eben entsprechend kümmern muss als Staat. Man muss sich auch darum kümmern, dass die sich frei bewegen dürfen und dass deren Freiheit und so weiter und so fort natürlich nicht eingeschränkt wird, wenn das nicht unbedingt erforderlich ist, um was noch Wichtigeres, nämlich die körperliche Unversehrtheit, entsprechend sicherzustellen. Und so steht es eben auch entsprechend im Grundgesetz. Die Bewegungsfreiheit darf ja eingeschränkt werden zum Zwecke der Seuchenprävention. Das steht da so. Vielleicht nicht ganz wörtlich, aber das Wörtchen Seuche steht da auf jeden Fall schon und dass das eben ein möglicher Grund ist, um zum Beispiel die Bewegungsfreiheit eben entsprechend ein wenig einzuschränken. Ne? So, und das auch mit Vernunft nicht funktioniert hat, die Leute aus Vernunftgründen nicht dazu zu bringen sind, wirklich jetzt daheim zu bleiben und ihre sozialen Kontakte einzuschränken, hat man es jetzt halt im zumindest Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland. Mein aktueller Stand kann sich jederzeit ändern, ne? Wisst ihr selber, dass das alles sehr schnell gehen kann. Aber zumindest in diesen Bundesländern ist das jetzt doch deutlich eingeschränkt, was man so rausgehen darf und soziale Kontakte haben. Wichtig und gut finde ich in diesem Zusammenhang aber, dass es nach wie vor erlaubt ist, rauszugehen, um spazieren zu gehen oder sonst wie Sport zu machen. Und das einzeln oder zu zweit. Also das ist Stand Bayern und ich glaube, bei uns in Baden-Württemberg ist es genauso. Bei uns haben sie jetzt gesagt, Gruppen bis 3 Personen darf man noch draußen rumstehen haben. Alles, was mehr als 3 Personen umfasst, darf die Polizei dann entsprechend auflösen. Streng genommen wäre sogar rechtlich gesehen die Möglichkeit dann bereits da, ein Bußgeld bzw. sogar eine Anzeige rauszuhauen, weil ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz Gedöns und so weiter und so fort kann mit massiven Geldstrafen oder sogar mit 2 Jahren Freiheitsentzug entsprechend bestraft werden. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber irgendwann dann schon möglicherweise. Also die Sanktionsmöglichkeit ist da schon durchaus gegeben. Das ist jetzt kein Witz oder keine Empfehlung, dass man nicht in mehr als 3 Personengruppen rumstehen sollte, sondern sobald man 4 Personen quasi auf dem gleichen Haufen stehen hat und diese dann nicht sofort auseinandergehen, weil sie selber feststellen, Mist, wir sind zu viert. Theoretisch hätte man da also auch juristisch rechtlich Durchgriffsmöglichkeiten noch und nöcher derzeit. So, und ich halte das nach wie vor für richtig, eben weil mit Vernunft funktioniert es nicht. Corona-Partys und so ein Blödsinn gibt es ja auch noch reichlich. Aber trotzdem, noch hat man nicht überreagiert, finde ich. Ja? Überreagiert wäre aus meiner Sicht wirklich eine generelle Ausgangssperre. Weil eine komplette 100% Einschränkung der persönlichen Freiheit, also Hausarrest für jeden, das halte ich für zu radikal. Dafür ist die Seuche dann wirklich nicht schlimm genug. Meiner Meinung nach. Ja, aber das ist nur ganz persönlich meine Meinung. Und davon abgesehen, wir hatten jetzt fast jeden Tag neue Maßnahmen. Das ist natürlich
die Folge dessen, dass die Zahlen steigen. Die werden auch weiter steigen. Auch selbst wenn wir jetzt komplett alles dicht machen, werden die Zahlen trotzdem noch ein wenig weiter steigen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das liegt nun mal in der Natur einer solchen Pandemie. Insbesondere, wenn man die Leute fragt, die sich damit eben entsprechend auskennen, also die Virologen und die Epidemiologen, dann werden die das eben bestätigen, dass das üblicherweise halt immer so abläuft. So, wenn es diesmal nicht so ist, dann sind wir alle froh. Aber falls es doch so sein sollte, dann wäre es vielleicht sinnvoll, vorher entsprechende Maßnahmen getroffen zu haben und nicht erst abzuwarten, ob es tatsächlich so ist, weil dann ist es im Endeffekt zu spät. Und deshalb, ich persönlich finde es richtig, dass das massive wirtschaftliche Folgen hat, ist klar. Ich wollte ja eigentlich jetzt auch vor einer Woche ungefähr bekannt geben, wann ich denn meine nächsten Führungen mache und Touren entsprechend mache mit Publikumsverkehr. Das kann ich mir momentan auch gerade ein bisschen an den Hut stecken, weil darf ich nicht, schlicht und ergreifend. Würde ich niemals irgendwo die Genehmigung bekommen, Volksaufläufe oder irgendwelche Gruppenveranstaltungen, selbst im Freien, sind derzeit, glaube ich, überall keine Genehmigungen zu kriegen. Das wird also höchst schwierig und das ist also auch für mich jetzt tatsächlich ein gewisser Nachteil. Trotzdem geht es mir noch besser als anderen Leuten, das auf jeden Fall. Und ich hoffe ja, dass wenn das ein bisschen wieder gelockert werden sollte, das kann jetzt in einem Monat sein, das kann in 2 Wochen sein, wenn es gut läuft, das kann in 6 Wochen sein. Irgendwann wird es sein, weil wir ja nicht beliebig lange eine 100% oder eine, sagen wir mal, 90% Quarantänesituation aufrechterhalten können. Das geht nicht, das muss man irgendwann wieder lockern. Sieht man bei den Chinesen, die machen jetzt auch langsam wieder auf. Ob das eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln, aber ich verstehe auch, dass sie irgendwann wieder aufmachen müssen, so ein bisschen. Weil sonst geht denen halt wirklich das komplette öffentliche Leben kaputt, beziehungsweise vor allen Dingen die Wirtschaft. Ne? Wir dürfen noch raus. Wie gesagt, Sport und Spazieren gehen ist auf jeden Fall noch drin und das einzeln oder wohl zu zweit. So, wir, also Evelyn und ich, wir nutzen das gerne zum Spazierengehen. Sollte sich diese Freizeit-Draußen-Regelung auch noch einschränken, dann kann ich immer noch begründen, dass ich zur Arbeit raus muss, weil ich in den Wald muss, um im Wald eben Videos zu machen, weil das mein Job ist. Ich denke schon, das ist wirklich mein Job. Ja? Das ist ja keine Ausrede, das ist eine Tatsache. Und der Arbeitgeber darf das ja bestätigen, dass man halt eben so Ausübung seines Berufes also unbedingt so tun muss. Und da ich mein eigener Arbeitgeber bin, ich weiß nicht, muss ich mir jetzt einen Zettel schreiben? Keine Ahnung, aber das müsste doch eigentlich möglich sein. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich weiterhin in den Wald kommen werde und das auch legal. Ich würde theoretisch auch illegal sicherlich in den Wald kommen, weil der halt echt nicht weit weg ist in meinem Fall. Das würde ich aber selbstverständlich nie tun. Nein, auf keinen Fall. Jetzt. Praktischer Teil und ich hoffe, es ist natürlich nicht allzu langweilig, aber ich kann halt auch nicht jeden Tag was Fancy-mäßiges machen. Deshalb heute mal eine eher geringe Aufwandfolge, ein bisschen Blabla. Praktischer Teil ist folgender. Wenn wir also jetzt noch in den Wald dürfen, ja, und da auch dann rumlaufen und das gegebenenfalls viele Leute tun, dann wäre es wichtig, wenn wir dieses Recht noch in Anspruch nehmen wollen und dürfen und können, damit das auch so lange wie möglich dann so bleibt, dass wir das nach wie vor dürfen und können, müsste man gucken beim im Wald rumlaufen, dass man dann halt auch wirklich den Abstand zu den anderen einhält. Ja? Die Sache ist ja nicht die Sache ist ja die. Rausgehen per se, das ist nicht schlimm. Ha? Draußen sein mit genügend Abstand zu anderen Leuten, auch völlig harmlos. Das ist nahezu ausgeschlossen, dass sich gerade im Freien über einen Abstand von, sage ich mal jetzt, 3 Metern Corona verbreitet. Selbst wenn man versucht, sich über 3 Meter anzuhusten. Okay, wenn man das absichtlich macht, dann mag es vielleicht funktionieren. Ja? Aber per Zufall, ich kann es mir nicht vorstellen. Und das geben halt auch die Daten bisher in keinster Weise her. Die Ansteckungen, die man noch nachvollziehen konnte, haben fast immer alle drinnen stattgefunden, über irgendwelchen engeren Körperkontakt oder zumindest den Aufenthalt längere Zeit im selben geschlossenen Raum, einfach weil sich da dann auch bei viel Gehuste und viel Sprechen und so weiter eine gewisse Wolke auch mit Viren bilden kann. Nee, nicht, dass das realistisch oder sehr wahrscheinlich ist, aber es geht.
Ja, und das wäre ein potenzieller Infektionsherd. Und sowas ist draußen nahezu unmöglich. Allein schon wegen der Luftbewegung. Allein schon jetzt zum Beispiel, wenn es regnet, wird alles, was wir so ausspucken, auch runtergewaschen mit dem Regen, geht unter in der Gesamtfeuchtigkeit der Luft. Und das ist nahezu unmöglich. Aber trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem kleinen Wanderweg oder dem Bohlenweg im Moor, hat auch einer geschrieben gehabt, aneinander vorbei muss, kann man schlecht 1,50 Meter Abstand einhalten. Das ist richtig. So, ich habe ein paar mögliche Lösungen, wie man das dann lösen könnte, gerade wenn man jetzt wirklich ein bisschen Angst hat oder gesunden Respekt muss man es nennen. Ja? Das ist ja nicht übertrieben, man darf ja durchaus wirklich gesunden Respekt vor Corona haben, das ist ja gar kein Thema. Dann könnte man zum Beispiel seinem Gegenüber, wenn das noch weit genug weg ist, 5 Meter, 10 Meter, irgendwie sowas, man kann ja über 10 Meter problemlos auch kommunizieren, darauf hinweisen, dass es einem sehr recht wäre, wenn wir versuchen könnten, beim Aneinander vorbeigehen, jeweils kurz mal die Luft anzuhalten, bis der Abstand wieder 3 Meter entsprechend beträgt, zum Beispiel. Ja, das wäre die freundliche Kommunikationsvariante. Oder wenn man jetzt tatsächlich vom Weg runtergeht und in den Wald abhaut, um den Abstand einzuhalten, wo das geht, ne, auf dem Bohlenweg ins Moor wäre zum Beispiel wirklich ein bisschen doof, aber in den allermeisten anderen Situationen geht das ja, dann kann man ja auch freundlich darauf hinweisen, dass das jetzt wirklich nicht böse gemeint ist, man aber gerne einfach vorsichtig sein möchte und dann seinem Gegenüber noch einen wunderschönen Tag wünschen und fröhliches Leben in der Isolation oder wie auch immer. Bleiben Sie gesund und so weiter. Ja, das ist ja, denke ich, für kommunikative Typen ohnehin keine, und Typinnen, keine besondere Schwierigkeit, sowas zu kommunizieren. Aber wenn man jetzt da Schwierigkeiten hat und halt nicht sehr kommunikativ ist, selber die Luft anhalten hilft natürlich auch dahingehend, dass man, sollte das Gegenüber tatsächlich irgendwas ausatmen, was man nicht haben möchte, in dem Moment, wo man dran vorbeiläuft, dann wenigstens auf das nicht, ja, wenigstens nicht im Einatmen-Prozess, das mit Sicherheit verschluckt. Ja? Wenn das nur außen landet und man dann zum Beispiel ein Antikeimbad hat, der Keime grundsätzlich abblockt, dann hat man damit auch nochmal wenigstens deutlich bessere Chancen, sich nicht zu infizieren, die ohnehin wirklich sehr, sehr, sehr im Freien wirklich super gering sind. Aber das ist allein schon Maßnahme Nummer 1 so für die am wenigsten Panikschiebenden. Ja, ich versuche das zum Beispiel tatsächlich auch zu machen, weil es tut nicht weh, es merkt das Gegenüber nicht. So, dann kann man natürlich auch hier diesen machen. Ich bin der Gangster. Taschentuch, Halstuch, was auch immer, wirklich vors Gesicht. Da haben wir ja nochmal die Sache mit der Infektion über die Augen. Inzwischen geht man nach wie vor davon aus, dass das technisch gesehen irgendwie möglich wäre, hat aber nach wie vor keinen wirklich belegbaren Fall, wo es eindeutig absolut über die Augen passiert ist. Möglich wäre es aber. Also ich denke, man muss da keine Panik schieben, dass man jetzt für jeden Mist sich die Augen zudecken muss, weil man sich da infizieren könnte, aber ja, auch nicht unnötige Risiken eingehen, aber mit so einer Maßnahme hier ist man, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Dann würde ich aber wirklich auch kommunikationsmäßig noch kurz darauf hinweisen, dass man jetzt niemanden überfallen möchte oder sonst was, sondern dass halt auch wieder Infektionsschutzgründe hat und man da halt auf Nummer sicher gehen möchte. Ich hoffe ja sehr, dass inzwischen alle Leute das so weit kapiert haben, dass man dafür Verständnis hat, dass jeder individuell für sich beschließen kann, dass er halt ein bisschen besser aufpassen mag, als ganz ungeschützt rumzurennen, ja. Und wer jetzt halt inzwischen mit der Maske rumrennt, das ist ja auch eine Option. Zu den Masken muss man auch sagen, nach wie vor werden die empfohlen für Leute, die selbst erkrankt sind, um andere zu schützen. Oder die selbst die Möglichkeit haben, erkrankt zu sein und es nicht genau wissen, um andere zu schützen. Weil man ist ja schon infektiös, bevor man selbst die ersten Symptome hat. Daher mag das eine gute Maßnahme dann sein. Und beim Schutz von sich selber gibt es inzwischen so die Meinung, naja, egal welche Maske hilft doch immer noch mehr als gar keine. Und das ist, na sagen wir mal so, die Virologen sagen teilweise, nicht alle, aber teilweise, dass man, wenn man so ein Ding aufhat, man sich tendenziell mehr im Gesicht rumfummelt, um das Teil wieder gerade zu richten oder um mal ein bisschen zu lüften, damit da jetzt nicht der ganze Rotz und sonst was in der Maske halt drin hängt und so weiter und man sich somit einfach mehr ins Gesicht fasst.
Das ist sicherlich nicht ganz falsch. Wenn man aber die Disziplin hat, so ein Teil aufzusetzen und so lange nicht abzusetzen, bis man sich die Hände gewaschen und oder desinfiziert hat, wobei Waschen normalerweise wirklich reichen sollte für uns, die wir nicht im Krankenhaus arbeiten, in der Altenpflege arbeiten oder sonst irgendwo arbeiten, wo halt ein erhöhter Hygienebedarf herrscht, weil die Keimkonzentration da auch eine ganz andere ist als im allgemeinen normalen öffentlichen oder auch nicht mehr so öffentlichen Leben. Aber ja, das ist so die Argumentation, weshalb nach wie vor diese Maske für jeden nicht empfohlen wird. Aber kann man schon machen, das tut nicht weh, denn das schadet vermutlich genauso wenig, wie es nicht nützt im schlimmsten Fall. Ja, im schlimmsten Fall ist es einfach neutral. Aber dass es negative Auswirkungen hat, das mag ich jetzt auch nicht. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt echt nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht, ich gebe euch jetzt wirklich nur weiter. Die Info ist, notwendig ist es nicht. Apropos Infos, die gibt's ein tolles FAQ, wer das Pferd wirklich auch noch nicht kennt, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA. Das sollte nicht weiter schwierig zu googeln sein, dann kann man natürlich auch verlinken. Wenn ich dran denke, mache ich es, aber wahrscheinlich denke ich eh nicht dran. Oder direkt beim Robert-Koch-Institut. Zu dem Robert-Koch-Institut muss man auch nochmal sagen, ja, die sind ja nicht unabhängig, die werden ja vom Staat finanziert und so weiter und so weiter. Ja, aber vom Staat finanziert zu sein, ist die unabhängigste Form von Forschung, die wir in Deutschland irgendwie haben. Also, das ist halt das Problem. Irgendwer muss den Wissenschaftler nun mal bezahlen, damit er davon leben kann, dass er Forschung macht. Und ob du jetzt Drittmittel bei Audi, bei BMW, bei Bayer, bei Monsanto oder sonst wo einwerben musst, um dann entsprechende Forschung machen zu können, ob Glyphosat beispielsweise jetzt nun böse ist oder nicht, das ist sicherlich nicht so neutral, wie wenn du deine Kohle vom Staat kriegst. Eine neutralere Einrichtung, die Forscher bezahlt als der jeweilige Staat, gibt es halt leider einfach nicht. Man könnte natürlich einen weltweiten Wissenschaftsfonds machen, in dem jeder Staat einzahlt und dann jeder Forscher anteilig so und so viel Geld halt einfach rausbekommt, der dann absolut über allen Regierungen steht und total neutral ist. In einer besseren Welt wäre das eine Option. Gibt es leider bisher nicht. Ja? Aber das wäre echt was Schönes. Wer dafür? Bis das soweit ist, ist die unabhängigste Forschung, die wir haben, die vom Staat finanziert. Ja? Es ist ja immer so, die beste Lösung muss noch lange nicht perfekt sein, aber da es keine Alternative gibt, ist die beste Lösung dann, auch wenn sie nicht perfekt ist, immer noch die beste, verfügbare. Ja? So. Sonst noch was? Ja, die Sache mit meinem Wald aneinander vorbeirennen. Das Problem ist ja auch noch, wie komme ich denn in den Wald? Das ist nämlich der springende Punkt. Und derzeit gibt es zum Beispiel, ich glaube, in Hamburg die Auflage, wenn du rausgehst, um spazieren zu gehen oder sowas, dann bitte in der Nähe der eigenen Wohnung. Das soll heißen, wenn man also erst mit dem Auto, was weiß ich, wohin fährt, um da dann spazieren zu gehen und da dann aufgegriffen wird und die Polizei Personalien kontrolliert, dann wird man eventuell in Erklärungsnot kommen, um ja zu erläutern, warum man denn jetzt ausgerechnet hier spazieren geht. Und derzeit ist die Rechtslage wohl so, nach dem, was ich mitbekommen habe, dass das dann mehr oder weniger Ermessenssituation des Beamten vor Ort ist, ob er es jetzt glaubwürdig findet, weshalb du jetzt hier im Wald rumrennst, obwohl du mitten in der Innenstadt wohnst, meinetwegen, wo es keinen Wald gibt, logischerweise. Das weiß ich nicht. Das scheint derzeit wirklich noch Ermessenslage zu sein. Das ist natürlich jetzt, das kann ich auch wirklich gut verstehen. Und da habe ich absolutes Mitgefühl, muss ich sagen, mit jedem, der da betroffen ist. Wer halt in der Innenstadt wohnt und dann keine Option hat, einfach und schnell und gleich in den Wald zu kommen, ist kacke. Ja, das ist schlicht und ergreifend dann kacke. So, und hier ist auch nochmal zum Zwecke des Missverständnis vorbeugens. Diese ganzen Ausnahmeregelungen mit dem, dann kann man rausgehen, hier kann man rausgehen, da kann man rausgehen, die gelten selbstverständlich nur für Leute, die nicht unter Quarantäne stehen. Also wirklich behördlich angeordnete Quarantäne. Also so ganz normale, gesunde Leute, bei denen keinerlei besonderes Risiko, dass sie jetzt mit Corona infiziert sein sollten, herrscht. Die dürfen noch raus. Unter den entsprechenden Regeln. Und zwar, vielleicht auch nochmal, derzeit wohl deutschlandweit geht noch. Zum Arbeiten, zum Einkaufen oder zum Arzt gehen oder Klopapier holen. Und drittens, ich glaube, das war, ach so, um anderen zu helfen. Ja, wenn man also selbst pflegebedürftige Leute hat, die man halt pflegen muss,
dann darf man auch das tun. Oder um zum Beispiel Einkäufe für wen anders zu erledigen, ja, was ja auch inzwischen viele Leute tun, oder sonstige schöne Hilfsaktionen zu starten, die alle wirklich extrem lobenswert sind. Und ich möchte mich auch nochmal dem allgemeinen Dank an Kassiererinnen und Kassierer und sonstiges Supermarktpersonal und selbstverständlich auch beim Pflegepersonal, auch wenn ich von denen Gott sei Dank noch nicht viel zu sehen bekommen habe, was ja gut ist für uns beide. Ja, ihr habt mich nicht an der Backe und ich bin nicht pflegebedürftig. Ich glaube, das ist wirklich für alle Beteiligten so am besten, solange das noch so möglich ist. Aber sollte ich mal euch nötig haben, dann bin ich selbstverständlich und auch jetzt schon extrem dankbar für den krass guten Job, den derzeit alles in diese Richtung arbeitende Personal und alle in diese Richtung irgendwie tätigen Menschen derzeit leisten. Das ist wirklich extrem beeindruckend und da kann man ausnahmslos dankbar sein. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt ja diese lustige 21 Uhr auf dem Balkon Applaudieraktion. Ich würde mich ja beteiligen, es macht nur keinen Sinn, weil ich wirklich am Arsch der Welt wohne und wenn ich auf dem Balkon rumklatsche, dann kriegt das kein Schwein mit. Es ist also wirklich in meinem Fall höchstens ethisch, moralisch und irgendwie für mich selber interessant. Ansonsten hilft das niemandem. Ja, aber wenn man in der Stadt wohnt und tatsächlich einen Balkon hat, der von anderen Leuten einsehbar ist und wo sich andere Leute beteiligen könnten, damit dann wirklich so eine Welle ausbricht, dann finde ich das auch schon eine ganz tolle Sache. Aber ich habe neulich im Supermarkt, da kam auch eine Durchsage vom Supermarktchef, ein sehr großer, ich will gar nicht sagen, welche Kette, ne, kam die Durchsage, dass man doch bitte folgende Sicherheitsregeln einhalten sollte, also wieder der Abstand und bitte niemand anfassen und nicht irgendwelche unnötig Produkte anfingern, die man nicht anfingern muss und so weiter und so weiter. Und dass er sich gerne bei seinen Mitarbeitern bedanken möchte und wer Lust hat, diesen Mitarbeitern doch vielleicht kurz auch nochmal einen Dank in Form von Applaus zukommen zu lassen. Fand ich schön, hat der ganze Supermarkt applaudiert. Fand ich wirklich schön. Und solche kleinen Solidaritätssächelchen, die gefallen mir derzeit in dieser doch nicht besonders lustigen Situation, in der wir alle stecken, hab ich da echt Freude dran. Das gibt einem doch so ein bisschen das Vertrauen auch in die Menschlichkeit irgendwie so ein bisschen zurück. Und es deckt sich mit meiner Ansicht, dass in der Krise, anders als es manche andere Leute, die in einer ähnlichen Szene unterwegs sind wie ich, annehmen, dass das Erste, was passiert, sofort die Plünderer sind und etc. pp. Ja? Und es sofort die marodierenden Horden geben wird und so weiter. Meine Erfahrung mit Krisen, welcher Art auch immer, alles, was es bisher gegeben hat zu meinen Lebzeiten, weil ich so ein bisschen miterleben durfte, war, dass die Solidarität massiv angestiegen ist und die Leute viel, viel, viel und manchmal sogar alles getan haben, um anderen zu helfen, weil man dann doch, und das ist auch psychologisch gut erklärbar, jeder von uns möchte gerne so in seinem tiefsten Inneren so ein bisschen der große strahlende Held vielleicht sein, ja. Jedenfalls möchte man lieber das sein als der fiese Bösewicht. Und bis auf wirklich den verkommensten Abschaum der Gesellschaft, die gerne scheinbar böse sind oder denen es vollkommen Wurst ist, traue ich den allermeisten Leuten dann doch eher zu, dass sie in so einer Situation einfach selbstlos auch mithelfen wollen, wenn sie sehen, überall wird geholfen, Herdentrieb und dann wird fast schon alles gut. Also ist mein Eindruck. Muss nicht stimmen. Ne? Aber ich sehe sie nicht, die marodierenden Horden. Ich sehe sie auch in Zukunft nicht. Es mag sein, dass sie irgendwann nach einer kompletten Apokalypse vielleicht mal irgendwo aufkreuzen, ja, mit ihren aufgemotzten Motorrädern, mit toten Schädeln vorne drauf und sonstigen Blödsinn. Aber noch sehe ich sie nicht. Ja, nochmal zu den Leuten, die nicht in den Wald kommen, kann euch leider auch nicht sagen, wie ihr das Problem lösen sollt, ja? Weil rechtlich gesehen dürft ihr dann tatsächlich nicht in den Wald, wenn er zu weit weg ist von eurer Wohnung. Das ist scheiße, das ist wirklich sauscheiße, aber ich kann jetzt halt anbieten, dass ich versuche weiterhin, überwiegend zumindest, Waldvideos rauszukloppen, damit er ein bisschen was vom Wald zu sehen bekommt. Das war ja auch so eine der Gründe für eben diese Videoreihe, die ich ja jetzt gerade hier durchziehe. Und ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, vielleicht. Hoffe ich. Und wie gesagt, Lösung kann ich keine anbieten. Ihr könnt euch einen Tunnel graben, klar, und illegale Möglichkeiten gibt es natürlich auch, aber für die mache ich jetzt bestimmt keine Werbung. Muss man auch schon ein bisschen aufpassen, was man öffentlich so erzählt. Ja, und ansonsten kann ich uns allen nur weiterhin gutes Durchhaltevermögen wünschen.
frohes Karatenisieren und beziehungsweise reichliches Zuhause bleiben. Toi, toi, toi. Irgendwann geht das auch wieder vorbei. Ja, also vielleicht wirklich nicht allzu demnächst. Könnte sein. Und wenn wir Glück haben, dann irren sich auch die Virologen und es geht doch schneller als erwartet. Wichtig, vielleicht auch nochmal gleich vorneweg, sollte es alles nicht so schlimm werden, wie erwartet, dann sind die Virologen jetzt aber trotzdem nicht die Buhmänner, bitte, weil im Zweifel ist wirklich Vorsicht halt doch sinnvoller als Nachsicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein paar Menschenleben mehr retten. Je nach persönlicher Einstellung darf das durchaus ein paar Schäden an der Wirtschaft wert sein. Also, ich bin ja manchmal auch Populationsökologe, ne? Und als solcher ist gemessen an der Gesamtzahl von Homo sapiens auf dem Planeten die bisherige Zahl der Corona-Toten super, super niedrig. Ja? Und dann könnte man jetzt meinen, aber das Problem ist, als ebenfalls manchmal halbwegs zu empathiefähiger Mensch, mindestens halbwegs, muss ich auch sagen, angenommen, das wäre halt jemand, den man persönlich kennt und den man gerne behalten hätte. Und das Risiko besteht halt wirklich auch für jeden und insbesondere eben für ältere Menschen. Und da ich auch viele ältere Menschen in meiner Familie halt eben habe, deren Erhalt mir wichtig ist, vorsichtig ausgedrückt, möchte ich das nicht riskieren. Ja? Also auch aus rein egoistischen Gründen ist es mir wirklich lieber, wenn wir da keinerlei Risiken eingehen, weil lieber kaputte Wirtschaft als keine Verwandten mehr, in Anführungszeichen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht wäre euch die Wirtschaft wirklich lieber als Menschenleben. Und auch wenn es nicht viele sind, oder noch nicht zumindest. Nichts zu tun bedeutet ja auch, dass man das Risiko eingeht, dass es wirklich viele Tote werden. Ja, wirklich viele. Und dann auch in einer Größenordnung, wie wir so seit vermutlich der Pest, vermutlich, nicht mehr gesehen haben. Also die Option steht auch im Raum. Ich will jetzt niemandem Angst machen und es wird ja auch was getan. Weltweit passiert was. Es gibt jetzt überall diese Quarantänemaßnahmen und die werden früher oder später auch funktionieren. Wenn sich jetzt auch endlich mal alle dran halten, dann gibt es wirklich keinen Grund, jetzt massive Sorge zu haben. Und übrigens panisch auf- und abrennen ist zwar ein gutes Workout, aber hilft ansonsten auch überhaupt nicht weiter bei so einer Virusgeschichte. Deswegen Panik insgesamt keine gute Idee. Und kauf verdammt nochmal nicht noch mehr Klopapier, bitte. Also wer nicht sowieso schon den Keller voll hat. Das ist eine, glaube ich, öffentlich gemachte Aussage, die man immer mal wieder hört, der ich mich wirklich von Herzen anschließen möchte. Es ist doch bekloppt, ja. Ich hätte verstanden, wenn die Milch weg gewesen wäre, dass das Mehl weg ist, kann ich noch verstehen. Dass die Nudeln begrenzt sind, sag ich mal. Kann ich auch verstehen, dass Konserven gern gekauft werden. Das verstehe ich ja. Aber warum zum Geier Klopapier, verdammt nochmal? Klopapier ist das neue Gold, oder wie? Ja, also alle Krisenforscher, die irgendwelche Listen rausgeben, was potenziell am schnellsten ausverkauft sein wird und so weiter. Klopapier kommt da irgendwo ganz unten, eigentlich. Gut. Dann nochmal, gute Besserung, wer es braucht. Frohes Durchhalten, habe ich ja jetzt auch gerade gesagt. Und bis zum nächsten Mal und morgen gibt es bestimmt auch wieder irgendwas Fröhlicheres. Aber hin und wieder mache ich auch mal so ein kleines Corona-Update. Dann gehen mir die Themen schnell aus. Macht's gut, Dankeschön, bis morgen, tschüss.